diese Frage der Banalität hat uns ja, glaube ich, alle ein bisschen aufgeregt. Und die Frage wäre für mich jetzt, wer mag das überhaupt entscheiden? Darf es jemand entscheiden? Und es ist nicht völlig egal, was ein Mensch empfindet. Wie würden Sie das sehen? Das wird als Frage jetzt formuliert. Dass er selber entscheidet, was macht das jetzt für mich? Was nehme ich davon mit? Warum muss ich immer einem Künstler gerecht werden, von dem ich vielleicht gar nicht weiß, was er will? Vielleicht ist es mir egal. Es gibt ja auch die andere Position, die Julian Heim gerade in einem Artikel in Stand bei einem Spielbein formuliert hat. Naja, er hat seiner Erfahrung nach viele Künstler erlebt, die stellen ein Kunstwerk in einer Ausstellung oder in eine Galerie mit verschiedenen Beteiligungen und wissen selber nicht, was sie wollen. Sie stellen das erstmal aus, um zu sehen, wie wirkt es. Wie kann ich dann jemandem gerecht werden? Und ist es nicht einfach eine Einladung, eine Chance, sich damit auseinanderzusetzen, auf welche Art und Weise auch immer, so wie Menschen unterschiedlich Musik hören? Ich kann mich in ein Sinfoniekonzert setzen und dies schön finden. Ich finde den Klang toll. Oder ich verstehe die komplexe Zitatstruktur innerhalb der verschiedenen Sätze und damit stirbt mein Vokabular auch schon, weil ich musiktheoretisch so schlecht gebildet bin. Aber Sie wissen, in welche Richtung ich gehen möchte. Wer soll das eigentlich entscheiden? Ist Kunst, sobald sie draußen ist, nicht etwas vollkommen Soziales und Demokratisches und jeder muss einfach tun, was er damit will. Im besten Fall hat er jemanden da, der ihm einen Streitbügel hält oder eine Einladung gibt, eine Hand reicht. Und dieses große Bedürfnis nach Information oder und Erlebnis zu haben.